Hallo, mein Name ist Angela Rühland und ich berichte aus der heutigen Personalratssitzung. In 2011 hat der Gesetzgeber das Familienpflegegesetz in seiner jetzigen Form verabschiedet. Wenn ein Angehöriger plötzlich pflegebedürftig wird, dann muss man schnell handeln. In diesem Fall hat der Beschäftigte das Recht, bis zu 10 Tagen von seiner Arbeit freigestellt zu werden. Hier reicht ein ärztliches Attest aus, beziehungsweise eine ärztliche Bescheinigung. Wenn der Angehörige nun länger pflegebedürftig ist, auch hier muss man schnell handeln. Hier hat der Arbeitnehmer bzw. der Beschäftigte das Recht, bis zu 6 Monaten entweder ganz oder teilweise von seiner Arbeit freigestellt zu werden. In diesem Fall ist es wichtig, den Arbeitgeber 10 Tage vor Beginn zu benachrichtigen. Es muss also kein Antrag gestellt werden. Um die Sprachregelung zwischen dem Personaldezernat und dem Mitarbeiterservicebüro sicherzustellen, weil es in der Vergangenheit immer wieder Missverständnisse gegeben hat, was das angeht, hat der Personalrat nun ein Schreiben an die Dienststelle gerichtet mit dem Ziel, die Beschäftigten, die eh durch die besondere Situation schon belastet sind, zu entlasten, indem man die hausgemachte Administration entsprechend runterfährt. Ein weiteres Thema war heute die Antragstellung an die Bildungsakademie. Sie haben mit Sicherheit oder ein Großteil von Ihnen hat sicherlich schon mal ein Seminar bei der Bildungsakademie besucht und für diesen Zweck einen Antrag gestellt. In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass man diesen Antrag seinem Vorgesetzten vorgelegt hat und dieser hat diesen genehmigt oder auch nicht. In Zukunft wird es so sein, so ist es mit der Dienststelle geeinigt, dass der Arbeitnehmer bzw. dass der Beschäftigte, der Interesse an einem Seminar oder an einer Fortbildung hat, seinen Antrag direkt an der Bildungsakademie abgibt und eine Kopie an den Arbeitgeber bzw. an seinen Vorgesetzten weiterleitet. Der Vorgesetzte hat nun 4 Wochen Zeit, über diesen Antrag nachzudenken bzw. eine Rückmeldung zu geben, diesen zu genehmigen oder auch nicht. Vorteil bei dieser ganzen Geschichte ist, dass nunmehr alle Anträge bei der Bildungsakademie dokumentiert werden und der Personalrat so die Möglichkeit hat, Einsicht zu nehmen und gegebenenfalls bei ablehnenden Bescheiden auch Einfluss zu nehmen. Ein weiteres Thema, das uns heute beschäftigt hat, war ein Aufruf bzw. ein Hilferuf von den Reinigerinnen aus der Dermatologie. In der Dermatologie gibt es einen Raum, in dem die Reinigungskräfte die Bettplatzaufbereitung erledigen. Die Betten, um die Betten auszureinigen, ist es notwendig, vorher die Matratzen, sag ich mal, aus den Betten herauszunehmen und anschließend wieder in die Betten reinzuverfrachten. Bei ca. 20 Betten pro Tag ist dies ein erheblicher Aufwand, der auch zu einer hohen Belastung des Bewegungsapparates führt. Hier schreien die Reinigungskräfte mit Recht um Hilfe und der Personalrat wird sich kurzfristig um diese Angelegenheit kümmern. Ja, das waren die Themen, von denen ich heute berichten wollte. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Restwoche und sage Tschüss, bis nächste Mal.